in diesem Video. Herzlich willkommen zu meinem Spot Report hier auf Fuerteventura am Spot Sotavento. Über diesen Spot und den Massensurftourismus scheiden sich hier die Geister. Wem der rechtbögige Wind nichts ausmacht und wer ein Rundum-Sorglos-Paket sucht, ist hier aber genau richtig. Ja, und irgendwas muss ja an dem Spot dran sein, dass hier seit 35 Jahren der Wind- und Kitesurf-World-Cup immer wieder abgehalten wird. Aber schauen wir uns die Insel erstmal in der Übersicht an. Von Europa aus ist man ruckzuck in etwa 4 Stunden auf den Kanaren. Die von mir besuchten Spots zeichne ich euch mal ein. Für mich die entspannteste Art hier zu reisen war mit einem Mietwagen. Der aktuelle beste Anbieter ist Autoreisen. Recht zentral, in der Mitte Fuerteventuras, kommt man am Flughafen der Hauptstadt Puerto del Rosario an und braucht dann mit dem Auto ca. 60 Minuten bis nach Costa Calma. Bevor ich euch aber mit einer Runde aufs Wasser nehme, noch ein paar wichtige Infos zu diesem langen Küstenabschnitt hier im Süden der Insel. Um das mittelgroße touristische Städtchen Costa Calma herum bieten sich 3 Surfspots an. Von Costa Calma aus braucht man nur wenige Minuten mit dem Mietwagen zu den einzelnen Spots. Mit Blick Richtung Süden die Lagune mit den 2 Stationen. In Costa Calma findet ihr eine Vielzahl von Unterkünften und Hotels. Da ich ein Zimmer bei einem Freund in der Wohnung bekommen habe, war ich diesmal fein raus, würde aber bei Bedarf immer mal bei Booking.com, Agoda oder Airbnb checken. Ja, und dann im nördlichen Teil natürlich Matas Blancas. Und zack geht es weiter mit der Spot-Erklärung. Wer gesteigerten Wert auf das Fahren in der Lagune legt, der sollte bei der Planung den Mondkalender beachten. Denn nur bei Voll- und Neumond ist das Wasser in der Lagune im Höchststand und fahrbar. Das Zeitfenster beträgt etwa 5-6 Stunden. Vollgelaufen ist die Lagune riesig und hat unterschiedliche Einstiege, die ich mit den Parkplatzzeichen gekennzeichnet habe. Die vorherrschende Windrichtung ist der Nordostpassat. Es geht aber auch gut mit Ostwind und wie zu meiner Zeit Nord-Nordwest. Mit meinen Originalaufnahmen versuche ich, die einzelnen vorgegebenen Bereiche zu erklären. Es hängt aber auch überall eine Spot-Erklärung an den Stationen. Zur Orientierung ganz unten die Eienstation und dann die Einstiege in die Lagune. Dort bin ich hauptsächlich gefahren und die Aufnahmen dazu etwas später im Video. Bis maximal zu diesem Punkt mit der schwarzen Flagge holt euch der Rescue. Tiefer dürft ihr euch nicht abfallen lassen, sonst landet ihr ein paar Tage später in Afrika. Der ganze südliche Teil außerhalb der Lagune bis kurz oberhalb der Baywatch, ihr seht den Turm im Bild, ist der 1,5 Kilometer lange Bereich für Kitesurfer. Ihr seht ja die Mädels unten auch am Fahren. Dann kommt der 750 Meter lange Bade- und Schwimmbereich. Im kleinen Bild ist er leider spiegelverkehrt, da ich von der Küstenseite aus gefilmt habe. Im nördlichen Teil der Lagune, quasi vom Melia Hotel und vor den Stationen, werden in erster Linie Anfänger geschult. Und ganz im Norden, vor dem Windsurf Center, der 1,5 Kilometer lange Windsurf- und Foilbereich. Die René Egli Windsurf- und Kite-Station ist wirklich top mit Material ausgestattet. Durch den feinsandigen Strand sowie das knietiefe Wasser in der Lagune ist der Spot wirklich was für jede Könnerstufe. Was manchmal nervt, ist wie schon gesagt, je nach Windrichtung, der böige Wind. Da die Kanaren für einen eher kühleren Wind bekannt sind, ist der Shorty nur im Hochsommer am Start. Hier schön zu sehen eine Anfängergruppe mit kurzen Leinen am Kite,
und das auf der Landzunge vorne. Bei optimaler Wetterlage kann man bei einer Wellenhöhe von 1,50 Meter hier wunderbar die ersten Turns in Strandnähe üben. Was die Windausbeute angeht, ist Fuerte eine sichere Bank. Im Sommer entwickelt sich der Wind so gut, dass man von einem Starkwindrevier sprechen kann. Jetzt nehme ich euch aber mal mit aufs Wasser. Und wir starten unten in der Lagune an einem der drei Einstiege. Für René Egli-Kunden gibt es hierher einen Shuttle-Service. Ach ja, im südlichen Teil der Lagune hatte ich deutlich weniger Böen, was mit Sicherheit an den Bergen im Hinterland lag. Da heute mein erster Tag auf dem Wasser ist, fahre ich mich noch ein bisschen ein. Auch wenn das Flachwasser hier ganz schön reizt, mal wieder an einem neuen Trick zu basteln. Ich glaube, meine Bilder sind aktuell nicht ganz repräsentativ. Denn allein am Wochenende ist hier schon deutlich mehr los. Und ich will nicht wissen, was zur Hauptreisezeit hier auf dem Wasser abgeht. Hier noch ein paar Zusatztipps und Infos für windfreie Tage. So, hier endet auch schon mein Spot-Report. Wie immer kostenlos, aber nicht umsonst, denn auf meinem Kanal findest du alle Infos wie immer kompakt verpackt. Wenn euch mein Spot-Report gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wenn ihr Wünsche bezüglich Spot-Berichte habt, schreibt sie mir einfach in die Kommentarfunktion. Bis zum nächsten Spot-Report.